Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. Wir stehen hier vor Scarlets, da schlagen sich gerade welche. Ich bin das dritte Mal jetzt angefangen, weil zweimal bin ich hier voll versauert und das möchte ich nicht. Ich wollte da einfach rein, um etwas rauszuholen, was da jemand vergessen hat. Ich möchte mich aber auch nicht abstechen lassen. Also warten wir im kurzen Augenblick, bis ich hier die Lage etwas eingespielt hat und so, dass die hier weg sind. Weil es hier aus gesehen. Ich könnte die alle einzeln umbringen. Aber die haben ganz schön was auf dem Kasten. Beszarás! És pont amikor kedvem lenne valakiből kivenni a lelkét. Mit keresel itt? Véletlenül kibújtál az anyád szoknyája alól? Ja! Stehen lassen. Oh gut. Weg ist weg. Kunesh hat die Wahrheit gesagt. Aber den Kelch kenne ich doch. Er gehört Beran. Und der ist wohl auf. Ich habe ihn in Ratai unter den Flüchtlingen gesehen. Er trägt stets rote Kleidung. Was nun? Doch mal auf das Ding. Händler, okay. Das können wir alle gebrauchen. Der ist eh schon tot. So. Da.
Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst, du Tor! Ja. Von da. Weißt du auch noch, welche Runden? Ion wollen wir die gerade mitnehmen. So. Der kommt in der Satteltasche. Fangwaffen an. Fackel. In Tasche. Die sind ein bisschen besser wie meine. Kettenhaube 12. Wir haben eine 15. Kettenhemd. Ja, romanisches Zeug sowieso nicht. Das kann alle in die. Auch diese Schulter, wir haben 15 und weniger, glaube ich, Erfahrung. Wir können uns ja mal ein trinken. Ach, jetzt habe ich das in die Satteltasche getan, ne? Also ich muss was essen. Den können wir in die Satteltasche tun und den trinken wir mal. Der, wenn man da so ein Zeichen hat, dann muss das mindestens eine Woche bei dir bleiben, bevor du das an irgendeinem Händler verkaufen kannst. Oder du verkaufst es halt an so einen Müller oder sowas. Die nehmen das an, aber normale gucken da ein bisschen doof. Die sagen, ey, wir nehmen keine geklaute Ware. So, Groschen 7,4, das ist okay. Wir müssen nochmal in die Satteltasche. Alles klar. So, jetzt sind wir in Scarlet. Das hatte ich ja schon. Dann können wir auch mal eben nach Previous Love zählen. Da muss ich aber gucken, wie man von hier aus dahin kommt. Wir sind da. Dann müssen wir den Weg da bis Bildstock. Entweder oder? Ja. Dann können wir nämlich auch den da ist das Ding Lokator. Wenn wir jetzt hier richtig sind. Elender Hund. Nimm das. Weiter nehmen. Hast du nicht auf? Hallo? Ja. Musst du jetzt weinen? Kurva! Fotze! Köter, komm schon! Ich...
Hast wohl genug. Nein. Mal irgendwas dabei, was man verschachern kann. Der andere sah ein bisschen besser aus. Aber hier war sowieso der verkehrte Weg. Und der Hund ist eh abgehauen. So, dann müssen wir nochmal gucken, wo das war. Hier hatten wir schon den gehabt. Ja! Ach, da war das. Genau, hier ist Bild Ende. Ja, da müssen wir bis zu der nächsten Kreuzung. Da bin ich da falsch abgebogen. Ja! Da haben sie es aber auch uns abgesehen. Wir brauchen dringend Retterschnups. Willst du ein paar Münzen verdienen? Ich habe einen Plan. Nicht wirklich. Warte, lass uns doch kurz reden. Ja. Nein, es könnte bestimmt wieder ein Hinterhalt sein, wo 10 Leute hinterher. Thank you.
Bild jetzt ein bisschen verschwommen ist, das Licht davon, weil ich Ritter schaffe. Zu bellen, Hund. Muss nicht immer wegrennen. Okay. Gift. Wer weiß, wofür man sowas gebrauchen kann. Und speichern. Hätte ich auch vorher wissen müssen. Schlafen und speichern. Oh, Apples. Warte mal, wenn ich großen Hunger habe, habe ich 15 Äpfel. Kohl! Ach nee. Nur von Kohl wird man ja nun mal auch nicht satt, oder? Wollen wir uns nicht schlafen und speichern. Kiste. Schürzer knacken eine Stufe, das ist gut. Böttcher-Axt, 32, Bürgerschwert, ja. Das mitkriegen. Verkaufen kann man es aber. Und wir müssen das auch verkaufen. Die taugen nix. Schweres Schild. Seltener gespielt. Teuer Gefährte. Oh, das gibt eine Menge. Die brauchen wir. Oh. Die gut sind, ne? Aber 370 Stück, die kriegen wir nie mit. Und zweites Mal kommen wir leider nicht hier hin. Können wir ein paar mitnehmen. 100. Ah, nee, weiß ich auch noch nicht. Das mal ins Pferd erstmal. Können wir eigentlich tauschen. Kann man da auch? Ja, kann man. Dann machen wir das nämlich so. Die haben wir hier. Dann nehmen wir sie auch noch mit. So. Satteltasche. Auch hier bleiben. Quatsch, so kann ich das machen. Davon so ein paar mit. Alle, wie gesagt, alle können wir nicht mitnehmen. Schwer wird. Oder wir gucken gleich nochmal, wie schwer wir sind, wenn wir da hinten fertig sind, wo wir hin müssen. Ich glaube,
glaube, wenn ich mich nicht irre, steht hier auch noch eine Kiste mit Bomben, aber das weiß ich nicht mehr genau. Mal gucken. War das denn nochmal hier irgendwo? So, dann schauen wir mal eben. Da oben hin. Was sagt eigentlich unser Appetit? Du bist also der Schütze. Du bist tot! Hast weiche Knie bekommen, was? Du bist also der Schütze. Wärst du nicht drauf? Jetzt steckst du in der Scheiße. Schon mal erstmal Verbände. Ich blute überall, aber kein Verband anlegen. Na gut. Dann brauchen wir mal das Lazarus. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker.
Feiner Hund. So ist's echt. Diesmal gut gekämpft. Außerdem stirbt seine Bindung nicht mehr. Schwert oder so gehabt. Kettenhaube jetzt in die Satteltasche und davon nehme ich eine. So, die können. Ach Quatsch. In die Satteltasche, die in die Satteltasche. Okay, mehr kann auch nicht tragen, aber ich muss noch meine Handschuhe wieder anziehen. Sieht ja, wenn der fertig ist, sieht er eigentlich ganz gut aus. Dann kommt der nämlich mal weg. Der sieht nämlich eigentlich. Den tun wir wieder um. Passt das zusammen? Ja, dann sind wir nämlich nochmal geschützt. Sieht zwar im Moment ein bisschen durcheinander und schmutzig aus, aber das kann man auch ändern. Ich hoffe, dass ich so auf mein Gaul drauf komme. Wie immer, weil wir Hunger haben. Kannst du hier? Nee. Wo er rumsitzt, nein, glaube ich. Hey, hi. Guter Mann, hilf mir! Ich bin gefesselt. Ja, ich sehe es. Hi. Machen wir den mal auf. Danke. Bitte. Keine Ursache. Herr Divish hat mich hergeschickt. Und das war wohl gerade noch rechtzeitig. Wie war? Ich bin Heinrich aus Galitz. Ich bin Marius Bielek, der Meisterlokator. Ich sollte für Herrn Divish die Gegend begutachten. Na, die Banditen machen keine Probleme mehr. Und wir sollten Herrn Divish Bericht erstatten. Jetzt noch nicht. Diese Schweine haben mich gleich bei meiner Ankunft geschnappt. Und bisher habe ich nur das Zelt zu Gesicht bekommen. Ich habe hier noch zu tun. Du kannst mitkommen, wenn du magst. Danach erstatten wir Herrn Divish Bericht. Ich begleite dich. Nicht, dass du wieder den Banditen in die Hände fällst. Was? Ist etwa noch mehr von diesem Gesindel hier? Nein, nein, ich wollte nur... Vergiss es. Wollen wir aufbrechen? Das wäre eine gute Stelle für das Rathaus. Unverzichtbar für jedes Dorf. Hier würde es sicher gut hervorstechen. Es stünde auf einem Hang, wo das Fundament trocken bleibt. Vielleicht mit einem kleinen Platz in der Nähe der Kirche.
Das wäre die ideale Stelle. Bilde ich mir das ein? Nein, da liegt irgendwas. Das hat er ja noch nie gesagt. Die Kirche steht also noch. Gut, gut. Da hat jemand ganze Arbeit geleistet. Dafür, dass sie alt ist und die letzte Zeit einiges mitgemacht hat, ist sie gut in Schuss. Sie zu renovieren wird nicht leicht, ist aber machbar. Holz allein reicht jedoch nicht aus. Naja, wenn der das sagt. Hier wäre Platz für mindestens einen Laden. Vielleicht eine Bäckerei? Hier ist ziemlich viel Platz. Wenn man einiges wegschafft, könnten mit etwas Glück sogar Ställe hinpassen. Der wichtigste Weg und der Bach. Die Brücke muss verstärkt werden. In dem Zustand hält sie nicht lange. Ich denke, es würde Sinn machen, ein Wehr über den Bach zu errichten. Das Wasser ist hier sauber und kann das Dorf versorgen, bis ein Brunnen errichtet wurde. Gut, dass wir den Bach hier haben. Ohne ihn wäre der Wiederaufbau zwecklos. Man kann auch um mich rumgehen. Hier werden dann Vorräte und Waren transportiert. Ich kann wegen der ganzen Bäume und Ruinen nicht mal sehen, ob genug Platz wäre. Aber wenigstens sind die Bäume gesund. Mit ein paar guten Holzfällern wird es nicht nötig sein, Bauholz von anderswoher zu schaffen. Steinfundamente? Die werden wir brauchen. Wir sind nah am Wasser.
Hier ist viel Platz. Es gibt hier schon einen Brunnen? Umso besser. La 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 la. Wir laufen hinterher. Viel Platz, sauberes Wasser, der Dorfanger in der Nähe. Perfekt für eine Schenke. Ich bin fertig. Alles Nötige wurde begutachtet. Reden. Und Meister Locator? Kann der Wiederaufbau beginnen? Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Die wenigen verbliebenen Ruinen werden kaum von Nutzen sein. Außerdem ist alles überwuchert. Oh je. Yeah. Das muss alles beseitigt werden, bevor der Wiederaufbau beginnen kann. Also ist eine Neubesiedlung möglich? Ja, ganz sicher. Ein ganzes Dorf zu bauen ist kein leichtes Unterfangen. Wir brauchen Holz. Viel Holz. Aber das sollte mitten im Wald natürlich kein Problem sein. Zunächst müssen wir Lohnarbeiter anheuern. Und das nicht zu knapp. Die Arbeiten sollten unverzüglich beginnen. Es gibt viel zu tun, aber die Mühen werden es wert sein. Ich sehe es schon vor mir. Die Kirche wird sich über das ganze Dorf erheben. Klingt vielversprechend. Wann informierst du Herrn Divish? Alsbald. Ich begebe mich sofort nach Thalmberg. Aber würdest du indes die Gegend im Auge behalten? Es wäre eine Schmach, bei meiner Rückkehr mit Herrn Divish erneut Banditen anzutreffen. Gewiss doch. Ich halte die Stellung. Es wird nicht lange dauern. Herr, willkommen in Pribislavitz. Oder vielmehr, willkommen zurück in Pribislavitz nach all den Jahren. Viel ist nicht übrig geblieben. Keine Sorge, Marius. Es ist schön, wieder in meinem Dorf zu sein. Wenngleich es über die Jahre ebenso anmutig gealtert zu sein scheint wie ich. Mit Verlaub, Herr. Es ist nicht nur gealtert, sondern völlig heruntergekommen. Aber immerhin sicher. Was Heinrich zu verdanken ist, der auch mich aus einer zeitraubenden, misslichen Lage befreit hat. Wenn er nicht gewesen wäre, würde diese Unterredung womöglich nicht stattfinden. Tja, Junge. Letzten Endes ist dir also tatsächlich etwas eingefallen, wie du es gesagt hast. Ich gab mein Bestes, Herr. Ja, ich habe sie getötet, ich habe Lösegeld gezahlt, was habe ich getan? Ich habe sie getötet. Sie ließen nicht mit sich reden. Da sie in der Überzahl waren, hielten sie mich für ungefährlich. Das wurde ihnen wohl zum Verhängnis. Ganz recht, Herr. Gut so. Sie werden uns keinen Ärger mehr bereiten. Ich denke, wir sollten nun zur Sache kommen. In welchem Zustand ist Pribislavitz? Herr, in meinem Amte als Lokator freut es mich, verkünden zu können, dass das Dorf Pribislavitz neu besiedelt werden kann. Zudem wäre es möglich, es deutlich über seine ehemaligen Grenzen hinaus zu erweitern. Sehr gut. Endlich gute Neuigkeiten für diese Provinz. Die dringend nötig waren. Und? Was konntet ihr bereits herausfinden? Ich will alle Einzelheiten hören. Wir haben uns umgesehen. Wir haben eine allgemeine Begutachtung durchgeführt und können bereits die Parzellen grob bestimmen. Ich habe schon einen Bebauungsplan im Kopf und weiß, was man wo bauen könnte. Natürlich brauchen wir eine Kirche. Es wäre schön, die alte Kirche zu erhalten. Dem steht eigentlich nichts im Wege. Die Kirche ist in einem deutlich besseren Zustand als erwartet. Allerdings müsste sie umfassend renoviert werden. Das dachte ich mir schon. Hier fließt ein Bach durch und mitten im Dorf befindet sich ein Brunnen. Ja, und das Dorf ist umringt von Wäldern. Wenn wir sie roden, haben wir mehr Land. Und noch dazu ausreichend Holz für den Wiederaufbau. Ich glaube, wir stehen gerade auf dem Dorfanger, richtig? Dem zukünftigen, jawohl. Das Dorfzentrum wird anfangs aus höchstens 6 großen Gebäuden bestehen.
Für mehr ist hier einfach kein Platz. Daher werden andere, vor allem weitläufigere Gebäude, etwas entfernt vom Platz entstehen. Das klingt soweit gut. Ich hätte nicht gedacht, dass man hier mitten im Wald so viel Platz finden kann. Die bisher geplanten Bauvorhaben sind allerdings nur der erste Schritt. Später wird mehr gerodet, um Ackerland zu gewinnen. Und für mehr Bauernhöfe. Aber für den Moment sind andere Dinge eher von Belang. Wie du wünschst, Herr. Ein ganzes Dorf wieder aufzubauen, muss ein Vermögen kosten. Wohl wahr, das wird nicht billig. Bevor sich hier Händler und Handwerker niederlassen können, muss wohl oder übel einiges an Geld investiert werden. Einiges an Geld? Wie viel genau? Zu diesem Zeitpunkt wäre eine genaue Prognose gewagt. Aber ich rechne mit einigen Tausend, wenn nicht gar Zehntausenden Groschen. So viel? Ich hoffe, du weißt zu falschen. Natürlich müssen wir versuchen, den bestmöglichen Preis herauszuschlagen. Aber ein Dorf aus der Asche auferstehen zu lassen, ist nun einmal kostspielig. Dennoch kann ich dir versichern, dass sich die Investition mit der Zeit lohnen wird, Herr. Sofern alles nach Plan verläuft. Ich hoffe, ich erlebe das noch, Meister Marius. Ein Dorf ohne Bewohner ist kein Dorf. Du brauchst neue Untertanen. Allein für die Vorbereitung des Baugrunds sind viele Arbeiter nötig. Wo finden wir so viele Leute, Herr? Du klingst skeptisch, Junge. Dennoch eine gute Frage. Ich habe bereits darüber nachgedacht. Ratzig, Hanusch und ich sind übereingekommen, dass es in Rathai eine Bekanntmachung geben wird, damit Leute von dort übersiedeln und helfen. Sie werden davon enorm profitieren, aber auch Pflichten haben. Zumal ich davon ausgehe, dass die Aussicht auf ein neues Zuhause deinen ehemaligen Nachbarn aus Galitz mehr zusagt als ein Zeltlager bei der Burgmauer. Sie werden froh sein, Herr. Eine sehr gute Lösung, Herr. Der Mangel an Siedlern hat auch mir Kopfzerbrechen bereitet. Aber jetzt sieht es nicht danach aus, dass das Dorf menschenleer bleiben wird. Nun scheint es endlich bergauf zu gehen. Die Banditen wurden verjagt und Heinrich hat sich um den Rest gekümmert. Wann kann die Arbeit beginnen? Unverzüglich, wenn es nach mir ginge. Wir brauchen lediglich Arbeiter und Finanzmittel. Und jemanden, der zumindest vorübergehend für Recht und Ordnung sorgt. Wohl wahr. Ich lasse ein paar meiner Männer hier. Mit Verlaub, ich würde dazu raten, bald einen Vogt zu ernennen. Jemand muss den Wiederaufbau, das Geld und die Bewohner im Auge behalten. Ja. Das ist wichtig. Da du dich bestens mit Grundstücken und Bauvorhaben auskennst, wirst du hierfür die Verantwortung tragen. Du wirst mit dem Vogt zusammenarbeiten. Unterstehst jedoch direkt mir. Ich fühle mich geehrt, Herr. Hab Dank. Und was das Amt des Vogts betrifft, wie wäre es mit dir, Heinrich? Herr? Du hast dich bereits bewährt. Und du hast bewiesen, dass du Probleme aus der Welt schaffen kannst. Zudem ist dir der Respekt deiner ehemaligen Skalitzer Nachbarn gewiss. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß, dass du für Recht und Ordnung sorgen kannst. Wahre Worte, Herr. Machen wir Nägel mit Köpfen. Heinrich, hiermit ernenne ich dich zum Vogt des Weilers Pribislawitz in meinem Lehen. Herr, welch große Ehre. Danke. Dir obliegt die Überwachung und Verwaltung der anfänglichen Neubesiedlung als Grundstein für einen zukünftigen Ausbau. Aber glaub ja nicht, das wird ein Lotterleben, Junge. Vogt zu sein heißt nicht, dass man tun und lassen kann, was man will. Falls du die Siedler schikanierst, werde ich es erfahren und dich deines Amtes entheben. Außerdem können wir in diesen unruhigen Zeiten keinen einzigen Tallenberger Groschen erübrigen. Du musst daher für die Kosten des Wiederaufbaus selbst aufkommen. Ich? Aber Marius meinte, es kostet ein Vermögen. Ja. Aber meines Wissens kennst du Mittel und Wege, wie man an Geld kommt. Ich denke also, dass du zurechtkommen wirst. Kennst du nicht, oder? Ich frage mich, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat. Und ich vertraue dir besondere Aufgaben an. Zum Beispiel die Instandsetzung der Kirche. Damit meine ich den Wiederaufbau, die Bemalung der Wände und einen neuen Altar. Trage Sorge dafür, dass in Zukunft eine gewisse Anzahl von Leuten im Dorf leben und arbeiten kann. Dazu muss der Bau wichtiger Handwerksgebäude in die Wege geleitet werden. Letzten Endes muss das Dorf dazu in der Lage sein, genug für eine Erweiterung zu erwirtschaften. Aber, Herr, ich habe noch nie... Ich verstehe deine Bedenken.
aber du wirst reich belohnt werden. Ich überlasse dir in den ersten 5 Jahren sämtliche Erträge des Dorfes. Und du darfst die umliegenden Wälder und Ländereien nach eigenem Ermessen nutzen. Ja, also, ich meine, bist du dir sicher, dass ich der Richtige bin, Herr? Das bedeutet viel Verantwortung. Du hast es selbst gesagt, Heinrich. Es ist eine große Ehre. Außerdem bist du ja nicht allein. Ich helfe dir und überwache die Bautätigkeiten. Puh, also schön. Wir sind uns einig. Überbringe dieses Schreiben dem Rattayer Vogt. Er wird bekannt geben, dass wir Siedler brauchen, damit wir genug Arbeiter haben, um anzufangen. In diesem Zuge wird er auch deine Ernennung zum Vogt bekannt machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Herr. Du wirst mich sicher nicht enttäuschen, Heinrich. Und nun muss ich mich meinen Pflichten in Thalnberg zuwenden. Wenn alles soweit ist, lass es mich wissen. Sehr wohl, Herr. Sichere Heimreise. Lebe wohl, Herr. Ja, jetzt sind wir Vogt. Und deswegen mussten wir auch so viel plündern und Geld verdienen, weil das ist eigentlich eine Riesenaufgabe. Und nun? Bevor wir auch nur ein Klohäuschen errichten können, müssen wir die gesamte Gegend räumen und brauchen viele Leute für die Arbeit und zum Aufteilen des Grunds. Ja, ich mache mich wohl besser auf nach Rattay und wohne der Bekanntmachung bei. Tu das. Dem Vogt wird die Sache sehr gelegen kommen. Er wird die Vertriebenen los und die Bürger jammern ihm nicht mehr die Ohren voll. Ich bleibe hier und mache mir Gedanken über die Bauplätze. Und sobald die Leute eintreffen, teile ich ihnen ihre Arbeit zu. Ja. Deswegen, wie gesagt, müssen wir eine ganze Menge Kohle ratschaffen, weil das wird nicht billig. Aber es sieht nachher richtig toll aus, wenn es fertig ist. Aber das verläuft jetzt durchs gesamte Spiel mit. Das kann man nicht auf einmal schaffen und auch nicht auf einmal machen. Gut, wir müssen nach Rattay. Wir müssen noch andere Dinge erledigen. Das machen wir jetzt auch hier mit und wir müssen erstmal die Sachen, die wir jetzt bei uns haben, verkaufen. Dann müssen wir uns mal endlich waschen und bevor wir mit dem Vogt im Rattay sprechen, sowieso. So. Thalnberg. Da wollen wir auch hin. Wir sind jetzt hier an der Brücke. Da kommen wir noch rauf und noch raus. Ich will aber nach Thalnberg. Ja, da finde ich schon meinen Weg. War das immer mittendurch. Sache und sagt, wir müssen auf jeden Fall uns mit der Retterschnauze haben. Das haben wir nämlich echt ein Problem. Ich kann das Herrschaftsgebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Okay, was sind wir denn? Müssen wir da oben hängen? Okay.
Ja. Ach Mensch. Mal wieder falsch abgebogen. Willst du ein paar Minuten? Das wird nicht lange dauern! Siehst du, ich wusste doch, dass das hier eine Falle ist. Gut. Alles klar. Die Rundreise ist gestartet. Wir sind wieder Prigislawitz. Hiermit höre ich dann mit diesem Video auf. Im nächsten Video suchen wir dann uns eine neue Ausfahrt. Aber diese Brücke ist auf jeden Fall richtig. Wir kommen da noch hin, wo wir hinwollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wir werden Prigislawitz natürlich wieder aufbauen, aber das wird ganz lange dauern. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Liebe, alles Gute, eure Timmy. Und liken und abonnieren und natürlich kommentieren. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.